der brasilianische Regenwald. Eine schier endlose Landschaft aus Grün. Seine enorme Größe verbirgt so einige Geheimnisse. Ausgefallene Insekten, unentdeckte Tiere, Pflanzen und auch Menschen. Ganze Stämme sogar. Von denen gibt es laut Schätzungen allein in diesem Regenwald 60 Stück, die noch keinen Kontakt zur Außenwelt hatten. Aber das wird nicht ewig so bleiben. Vor allem der illegale Holzabbau engt den Lebensraum immer mehr ein und enthüllt das, was lieber verborgen geblieben wäre. Gerade diese Abholzung schädigt nicht nur die Ureinwohner, sondern uns alle. Zum brasilianischen Regenwald gehören Teile des Atlantischen und des Amazonas-Regenwaldes. Das ist der größte der Welt. Sie sind unglaublich wichtig für den CO2-Abbau in unserer Atmosphäre. Trotzdem wird extremer, meist illegaler Holzabbau betrieben. In den letzten 40 Jahren wurde schätzungsweise eine Fläche von 763.000 Quadratkilometern abgeholzt. Das ist über zweimal so groß wie Deutschland. So Leute gehören direkt ins Gefängnis. Aber es kann durchaus sein, dass sie da nicht so lange bleiben, wie sie eigentlich sollten. Denn in manchen brasilianischen Anstalten kann man tatsächlich seine Haftstrafe durchs Lesen und Schreiben verkürzen. Klingt total verrückt, aber dort kommt man tatsächlich durch einen Buchbericht ganze 4 Tage früher aus dem Knast. Aber keine Sorge, auch große Leseratten können sich vor dem Gesetz nicht ganz drücken. Die Obergrenze sind maximal 12 Bücher pro Jahr. Nicht nur das Gefängnis regelt die brasilianische Regierung etwas anders, auch bei den öffentlichen Krankenkassen laufen so 1-2 Dinge nicht ganz so wie bei uns. In Brasilien übernimmt tatsächlich die Regierung seit 2008 die Kosten für eine Geschlechtsumwandlung. Das wäre in Deutschland nur unter ganz schweren Bedingungen möglich. Ein Gericht entschied damals, Geschlechtsumwandlung gleich Menschenrecht. Und die Nachfrage ist auf jeden Fall gegeben. Die ganze Sache mit den Geschlechtsumwandlungen war in Brasilien ganz schön umstritten. Auch der Kirche hat das eher nicht so gefallen. Die haben in Brasilien übrigens richtig kreative Wege zu predigen. Viele Geistliche machen das zum Beispiel einfach im Bus. Da will man einfach entspannt von der Arbeit nach Hause und zack, steht man schon im Gottesdienst. Eigentlich nicht ganz dumm, die Leute müssen ja eine gewisse Zeit im Bus bleiben, da gehen sie wenigstens nicht weg. Okay, also wir wissen jetzt, dass die Dinge in brasilianischen Bussen etwas anders laufen. Aber auch die Busse an sich laufen anders. Was ich damit meine? Naja, in Brasilien braucht man oft kein Benzin oder Diesel, um zu fahren, sondern Zuckerrohr. Daraus gewinnen die Brasilianer nämlich Ethanol. Also im Prinzip fahren viele Autos dort auf Alkohol. Ich find's gut, mir sind besoffene Autos lieber als besoffene Fahrer. Egal ob besoffen oder nicht, brasilianische Autofahrer sind schon ein bisschen skrupellos. Zum Beispiel wird an Zebrascheiben nicht gebremst oder angehalten, nein, hier wird wenn dann beschleunigt. Für Fußgänger ist das ironischerweise wirklich einer der gefährlichsten Orte im Straßenverkehr. Und die Frage nach dem Warum ist schnell geklärt. Die Straßenkriminalität ist in vielen Teilen des Landes allgegenwärtig. Die Leute haben einfach nur Angst, beim Anhalten überfallen zu werden. Also, den Zebrastreifen sollte man meiden, doch es gibt noch ein paar Orte in Brasilien, die noch gefährlicher sind. Nur 33 Kilometer vor der Südostküste befindet sich die sogenannte Insel des Todes. Der Name ist Programm. Die Insel wird fast ausschließlich von Giftschlangen bevölkert. Einst gab es hier die höchste Giftschlangendichte der Welt, doch da sich die Tiere hier nur von Zugvögeln ernähren können, stirbt die Insel langsam aber sicher aus. Klar sind Schlangen nicht die einzigen giftigen Tiere in Brasilien. Ganz besonders bekannt ist die tropische Riesenameise. Und das aus einem ziemlich krassen Grund. Sie ist Teil eines Rituals in einem kleinen Dorf im Amazonas. Hier weben die Einheimischen das Insekt in einen Handschuh. Die Jungen müssen den dann tragen, um als Mann zu gelten. Dabei verursacht sie den höchstmöglichen Schmerz. Beschrieben wird er, als ob man über glühende Kohlen läuft und dabei einen 7 cm langen, rostigen Nagel in der Ferse stecken hat. Trotz der ganzen giftigen Tiere und gefährlichen Orte gibt es immer noch zumindest einen enorm überzeugenden Grund, nach Brasilien zu reisen. Die Pizza de Chocolate. Dabei geht es um eine süße Variante des italienischen Nationalgerichts. Auf eine klassische Margherita kommen dann zusätzlich Schokolade, Früchte, Eis, Sahne oder sogar Kondensmilch. Fast jede Pizzeria in Brasilien hat sowas auf der Dessertkarte, allerdings hat jede ihre ganz eigene Variante. Na dann, Mahlzeit! Hey Leute, ich bin Peanut Butter Travel Time. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo da. Ich mache jede Woche Faktenvideos über Länder, die kommen dann jeden Sonntag. Bis dahin, tschüss!